Hallo? Hallo? Mein Name ist Franco Schädel mit der Lizenz zum Filmschauen. Und eigentlich sollte ich jetzt ja herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Filmkritik der Woche sagen. Aber herzlich ist mir eigentlich gar nicht zumute, denn ich komme gerade vom Zahnarzt. Und da könnte ich jetzt einiges darüber erzählen, aber ich möchte niemanden zu sehr schockieren, deshalb spreche ich jetzt lieber doch über einen Horrorfilm. Könnte man bitte einen Filmausschnitt einblenden, damit ich mir inzwischen einen sicheren Sitzplatz suche? Du brauchst dich nicht vor dem Schrecken der Nacht zu fürchten, noch vor... Hallo, da bin ich wieder. Ich glaube, ich habe jetzt doch einen relativ sicheren Platz gefunden. Tja, Sam Raimi lässt eigentlich gerne die Teufel tanzen, aber diesmal hat er sich zurückgenommen, ist nur als Produzent tätig geworden und hat den dänischen Regisseur Ole Bjørndal damit betraut, einen Horror-Thriller zu drehen, der ganz im Zeichen oder der Tradition des Exorzisten steht. Ruhig, Anne. Anne. Emily, lass das! Eigentlich sollte ja ein 10-jähriges Kind schon mitgekriegt haben, dass man eine unheimliche alte Truhe besser nicht öffnet. Vor allem, wenn man sich gerade in einem Horrorfilm befindet. Es ist etwas da drin. Ist ja merkwürdig, da sind überhaupt keine Fächer. Was hat das zu bedeuten? Wer immer das gebaut hat, wollte nicht, dass es irgendjemand öffnet. Die junge Emily ist aber nun mal neugierig und muss die Konsequenzen tragen, denn sie handelt sich durch das Öffnen der Truhe sozusagen einen okkulten Virus ein, denn ein Dämon nimmt Besitz von ihr und das führt in der Folge zu einigen sehr unschönen körperlichen Veränderungen. Im Vergleich zum schon erwähnten Exorzismus-Klassiker aus den 70er Jahren schneidet The Possession gar nicht so gut ab, denn sie hat relativ wenig Neues, wirklich Innovatives zu bieten. Natürlich, in dem Lauf der letzten Jahrzehnte haben die Spezialeffekte enorme Fortschritte gemacht, aber ansonsten, wenn man sich The Possession betrachtet, dann sieht man eigentlich nichts wirklich Neues und denkt, das hat man alles schon 100 Mal im Kino eigentlich intus. Was hat dieses Ding mit meiner Tochter vor? Dieser Geist raubt unsere Kinder. M! Ganz am Schluss gibt es vielleicht doch noch einen Schockmoment, als dann der Dämon endlich mal in voller Körpergröße auftritt und zu sehen ist. Aber ehrlich gesagt wirkt das auch ein bisschen lächerlich. Lass meine Tochter in Ruhe! Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob wir uns wünschen sollen, dass der Dämon wieder ausgetrieben wird, denn sobald er wieder frei wird, dann sucht er sich ja unweigerlich ein neues Opfer.